Aufgrund sehr häufiger Nachfrage hier meine Meinung zum neuesten Jenke-Experiment, bei welchem ich auch einen kleinen Gastauftritt hatte und deshalb ein wenig mehr Infos habe als der normale Zuschauer. Für die, die es nicht wissen, das Jenke-Experiment ist eine Sendung auf RTL, bei der sich der Journalist Jenke von Wimmsdorf unterschiedlichen Selbsttests unterzieht. Es gibt eine Folge, in der er Alkoholiker wird, dann gibt es eine andere Folge, in der er ausschließlich Fastfood isst und in der neuesten, höchst skandalösen Folge nimmt er illegale Drogen. Mein größter Kritikpunkt, den ich an der Sendung habe, ist, dass da viel zu viel in eine Folge reingequetscht wurde. Heroin, MDMA, LSD, Crystal Meth, Ritalin, alles in einer Folge. Das ist nicht nur ein Zeitproblem, denn man hätte locker eine ganze Folge machen können, nur zu Ritalin zum Beispiel. Wenn man das Ganze aber dann in einen Topf wirft, dann denken viele Zuschauer dann, dass diese Drogen alle in der gleichen Liga spielen, obwohl LSD um Welten ungefährlicher ist und weniger Schaden anrichtet als Heroin. Zu Anfang der Folge will Jenke wissen, wie es ist, auf MDMA bzw. Ecstasy richtig lange wach zu bleiben und ordentlich zu feiern. Angeblich nimmt Jenke da NDAI, eine legale Variante von MDMA, damit sie dann nichts Verbotenes machen. Da könnte man sich jetzt natürlich die Frage stellen, hat der da wirklich NDAI genommen oder haben die das dann nur gesagt, dass sie auf der legalen Seite sind? Sehr schade an dem Test ist, dass er dabei keine Safer-Use-Regeln beachtet. Der hat da ja mindestens 2 Tage hintereinander auf Ecstasy gefeiert und danach ging es ihm natürlich nicht so gut. Wenn der weniger genommen hätte, wäre das nicht der Fall gewesen. Der RTL-Zuschauer geht dann davon aus, dass es einem dann immer so geht, nachdem man so etwas probiert hat und dass man ein Vollidiot sein muss, um so etwas probieren zu wollen. Ich habe Jenke dann auch beim Dreh gefragt, warum die das gleich so exzessiv machen mussten. Er meinte dann eben, dass es dabei darum ging, zu zeigen, wie es ist, wirklich so exzessiv zu feiern, wie es manche wirklich machen und nicht darum, einfach nur diese Droge zu probieren. Als nächsten Selbsttest nimmt Jenke LSD. Erstmal muss ich sagen, dass die Trip-Szenen, genauso wie bei dem Trip von Thilo Mischke, einfach nur fucking witzig waren. Damit ich so Hotdogs, da sehe ich ja nur Hotdog-Gesichter. Hotdogs, weißt du? Du bist mein Sohn, jetzt habe ich das. Hey. Jetzt weiß ich das die ganze Zeit. Hey. Doch. Das weiß ich, das ist doch klar. Oh, du kannst Jenke. Dir nicht trauen. Du kannst Sag dir nicht mal. Trauen. Jenke, hey. Du kannst dir nicht trauen. Ich musste Tränen lachen. Es ist normal, dass man bei einem LSD-Trip kurz Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht oder wo man kurz Panik schiebt. Obwohl die Hälfte der gezeigten Bilder diese Paranoia-Aufnahmen waren, bin ich mir sicher, dass der größte Teil seines Trips positiv war. Jenke hat mir auch gesagt, dass er LSD in der Zukunft definitiv nochmal nehmen würde, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt. Also kann es jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Okay, und kleiner Nachtrag, Hendrik Jungaberle, der das ganze Experiment beaufsichtigt hat, hat gerade auf seiner Website ein paar Details zu dem LSD-Trip veröffentlicht und das Ganze bestätigt meine These nochmal. Er sagt halt eben auch, dass die Erfahrung weit entfernt war von einem Horrortrip und dass diese eine schwierige Verfolgungswahnphase ungefähr nur 2 Minuten des Trips ging und der Rest war alles in Ordnung. Er hatte übrigens eine Dosis von 200 Mikrogramm Intus und das ist schon, würde ich sagen, eine relativ hohe Anfängerdosis. Dafür hat er das Ganze echt super weggesteckt. Ich zitiere jetzt hier mal direkt den interessantesten Teil von Hendrik Jungaberles Artikel. Tatsächlich drehten sich Jenkes Erfahrungen weitestgehend um ästhetische Eindrücke, Einsichten und philosophische Fragen, die kaum Platz in der Sendung fanden. Hier Ausschnitte in meinen Worten aus Notizen und Gedächtnis wiedergegeben. Muss das Leben immer so weitergehen? Kann es nicht einfach einmal gut sein? Muss man alles immer steuern? Kann es nicht einfach geschehen? Die Dinge hängen alle auf eine Art zusammen, die uns sonst verborgen ist. Die Natur ist auf wunderbare Weise miteinander vernetzt. Diese Musik ist gewaltig und komplex. So etwas habe ich noch nie in dieser Art wahrgenommen. Falls wer von euch Interesse hat, den ganzen Artikel von Hendrik Jungaberle zu lesen, ich habe ihn euch in der Beschreibung verlinkt. Er ist auf jeden Fall sehr gut
und gibt einige Blicke hinter die Kulissen und hat einige Zusatzinfos. Ich muss auch sagen, dass ich das LSD-Experiment von Thilo Mischke ein bisschen besser fand. Die haben das nicht ganz so übertrieben und negativ dargestellt. Als nächstes testet er noch Ritalin und stellt fest, dass ihm das wohl nicht so gut beim Lernen hilft. Ja, manchen hilft's mal halt, manchen hilft's nicht. Ich habe einige Kommentare auf Facebook gelesen, wo Menschen meinten, dass es nur daran liegt, dass er die falsche Dosis genommen hat. Ich glaube nicht, dass das sein muss. Also ich glaube, manchen hilft es einfach halt nicht so viel. Sein vorletzter Test in dieser Folge sind dann K.O.-Tropfen. Was dabei sehr falsch dargestellt wurde, ist, dass die ernsthaft behaupteten, dass K.O.-Tropfen ausschließlich dafür verwendet werden, um andere Leuten das ohne ihr Wissen unterzumischen und dann schlimme Sachen mit ihnen zu machen. Und dass das nicht zum Spaß genommen wird. Das ist aber einfach mal ultra schlecht recherchiert. Diese K.O.-Tropfen sind meist GHB oder GBL. Das ist meistens legal als irgendein Reinigungsmittel verkauft. In der Drogenszene nennt man das Liquid Ecstasy und das wird definitiv auch willentlich konsumiert. Da wird es dann aber nicht mit Alkohol gemischt und eben gerade das Mischen mit Alkohol macht diese Substanz besonders gefährlich. Und auch ohne Alkohol kann man ausgenockt werden, wenn man sich da ein Tröpfchen zu viel gönnt. Sein letzter Test ist dann der, bei dem ich auch dabei bin. Wir waren da in so einem Kurs, bei dem man gelernt hat, wie man in einen drogenähnlichen Rausch gelangt, ohne Drogen zu nehmen. Die Details dazu erkläre ich aber in einem anderen Video. Wir hatten eigentlich auch ein komplettes Interview mit mir gedreht, da fand ich es schon ein bisschen schade, dass ich dann eigentlich nur so kurz drin war. Aber okay, war auch zu erwarten, wenn man wirklich so viel in eine Folge packt. In der Show nach der Sendung hat Jenke dann noch sowas gesagt wie: Die negativen Seiten von den Drogen übertreffen immer die positiven Seiten. Von dieser Aussage war ich sehr enttäuscht, denn es ist einfach faktisch so, dass unter 10% aller Drogenkonsumenten einen problematischen, risikoreichen Konsum aufweisen. Daher profitieren die Menschen einfach mehr durch Drogen, als dass sie durch sie leiden. Dieses Experiment wurde von allen Seiten stark kritisiert. Leute, die keine Ahnung von Drogen haben, waren empört darüber, dass er krasse Drogen nimmt. Die Menschen, die sich gut mit Drogen auskennen, haben sich darüber aufgeregt, dass sämtliche Safer-Use-Regeln scheinbar missachtet worden sind und dass dadurch ein verfälschtes Bild von Drogen vermittelt wurde. Obwohl ich jetzt sehr viel kritisiert habe, finde ich solche Berichte insgesamt schon gut. Natürlich hätte man das noch besser machen können und irgendwie die derzeitigen Drogengesetze kritisieren oder die mangelnde Aufklärung oder man hätte ein ausgewogeneres Bild von Drogen zeigen können. Ich finde es aber schon ein Fortschritt, dass man überhaupt solche Drogenräusche zeigt beziehungsweise solche Experimente macht. Die meisten Menschen werden nach dieser Sendung zwar immer noch ein negatives Bild von Drogen haben, aber sie werden zumindest mal gesehen haben, dass man das Ganze nehmen kann, ohne unter der Brücke zu landen. Es gibt ja auch nahezu perfekte Beiträge über Drogen wie die Rauschgift-Serie von ZDF oder die Doku Drogen kann man nicht erschießen von Arte. Das Problem ist, dass sich solche Dokus nur leider kaum jemand anschaut. Vielleicht wird der ein oder andere Jenke-Zuschauer aber durch diese Sendung motiviert, sich von anderen Quellen irgendwie über Drogen zu informieren. Ich weiß, dass jetzt schon viele von euch in die Kommentare schreiben wollen: das ist RTL, was erwartet ihr denn? Ist doch klar, dass sie das nicht so gut machen. Aber ich sehe das nicht so. Das Alkoholexperiment und das Cannabis-Experiment von ihm, die waren sehr gut. Wenn er das Drogenexperiment genauso gestaltet hätte wie die anderen beiden Substanzexperimente, dann wäre da was richtig Geiles dabei rausgekommen. Außerdem habe ich mir gerade während des Schnitts dieses Video hier die LSD-Szene nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, so negativ stellen die den Trip gar nicht mal dar. Der ganze Teil über LSD ging circa 11 Minuten und dieser negative, scheinbare Bad Trip Teil nahm davon nur 2 Minuten ein. Der Rest des Beitrags zeigt sogar nur Positives und es wird sogar noch harmonische Musik dazu eingeblendet. Bevor ich das gerade nochmal angeschaut habe, hatte ich das auch ganz anders in Erinnerung. Schaut es euch einfach nochmal an, es ist wirklich nicht so schlimm. Passt doch einigermaßen, die hätten das viel schlimmer darstellen können.
Oder sehe ich das Ganze zu optimistisch? Ich bin mir übrigens sicher, dass das Jenke-Experiment deutlich besser wäre, wenn Jenke wirklich zu 100% selbst über die Sendung entscheiden dürfte. Aber es ist eben so, dass RTL da sehr viel mitreden darf und ihm da sehr viel verbietet. Das auf RTL und ProSieben waren übrigens nicht meine einzigen Gastauftritte in letzter Zeit. Ich war noch auf zwei coolen YouTube-Videos zu sehen, und zwar zum einen bei BA, da habe ich ihm geholfen, ein Video zu manipulieren, und dann hat Tomatolix noch ein sehr cooles Selbstexperiment gemacht, bei dem er Alkohol und Cannabis miteinander vergleicht. Da komme ich auch kurz vor als Experte. Schaue ich das auf jeden Fall an. Das ist nur eine YouTube-Produktion, aber trotzdem wirkt es wirklich wie eine Fernsehproduktion, also sehr, sehr professionell gemacht. Ein Must-See. So, aber Leute, jetzt muss ich echt ins Bett. Ich bin so fucking müde. Ich weiß nicht, ob man das schon das ganze Video gesehen hat, aber ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt noch zu Ende filmen, obwohl ich fast einschlafe. Wenn ich nur ein Open Mind habe, sondern auch ein Open Mind 3000 abonniert diesen Kabal.